Kurz vor der Europawahl hat sich in Frankreich immer noch kein Enthusiasmus eingestellt, weder für Europa noch für Emmanuel Macron. Umfragen zufolge sind die Franzosen dem Urnengang gegenüber gleichgültig. Die liberale Partei des Präsidenten ringt mit der rechtsnationalistischen Partei von Marine Le Pen um die Spitzenposition. Die Wahl gilt allgemein als eine Abstimmung über die Politik Macrons.